zum LASK gewechselt ist. Ja, war sehr, sehr ambitioniert vor dem Spiel. Christoph Westerdahler, der gemeint hat, ich möchte mit meiner Mannschaft, mit meiner neuen Mannschaft, dem LASK heute, endlich das erste Frühjahrstor erzielen. Dementsprechend ambitioniert, motiviert auch der LASK von links nach rechts in den gestreiften Dressen spielend. Rund 3000 Zuschauer im Steirer Vorwärtsstadion. Angriff des LASK über Weißenberger wird in die Zange genommen hier von Baraj. Beide Teams ja im Frühjahr noch ohne Torerfolg. Vorwärtssteier jetzt im Angriff. Einer der neun Leute, und zwar ist es Konjalovic. Mit der Nummer 8. Ein Kroate. Medlitski, der Regisseur der Linzer. Der LASK mit Böge im Rückenwind, im Rücken sozusagen. Und hier ein Fehler von Torhüter Rottler. Und das 1:0 in der 13. Minute durch Thomas Weißenberger. Ein Knalleffekt bereits zu Beginn des Spiels. Torhüter Rottler, er kam ja von Reutlingen und Uerdingen zu Vorwärtssteier, begeht hier einen Fehler. Fast das Tormann-Tor der Runde, möchte man fast sagen. Und keine Schwierigkeit hier für Thomas Weißenberger. Das 1:0 für den LASK und das erste Frühjahrstor der Linzer Athletiker zu erzielen. Gestärkt mit dieser 1:0-Führung der LASK im Angriff. Westerthaler wird hier gefault von Helm. Zunächst ist Weißenberger verunsichert, Schiedsrichter Hensel lässt aber weiterspielen. Kopfballtor von Rosiano, das wird aber annulliert, weil Schiedsrichter Hensel dann auf Abseits entscheidet. Die gelbe Karte Helm präsentiert und Freistoß für den LASK entscheidet, der aber nichts einbringt. Wiederum jetzt die Steirer, die sich mittlerweile erfangen, Mitte der ersten Halbzeit. Und gefährliche Angriffe starten, der LASK aber dann mit Konterfußball über Rosiano mit der Nummer 17. Solo von ihm und Foulvergehen jetzt von Varisanovic, einem Bosnier, ebenfalls die gelbe Karte durch Hensel. Ein sehr kampfbetontes Spiel auf tiefem Boden, und wenn es auch hier so aussieht, es ist eigentlich nicht sehr viel Unfairness dabei. Hohes Tempo beider Mannschaften hier. Torhüter Rottler von Vorwärtssteier, Freistoß Duspara. Na, da wäre Rottler schon dort gewesen in dieser Ecke. 1:0 nach wie vor der Spielstand für den LASK. Nochmals hier dieser Freistoß. Übrigens der letzte Vorwärtssieg gegen den LASK, der liegt schon lange zurück. Am 29. September 92. Hier wird Trainer Koljanin vom Vorwärtssteier von Schiedsrichter Hensel wegen Kritik verwarnt. Vorwärtssteier jetzt versucht einen Angriff aufzubauen. Pfister, ein eingebürgerter Deutscher, auf Schrammel mit der Nummer 12. Valentic, einer der Neuen. Und das 1:1 in der 28. Spielminute. Eine Folge der Kampfkraft der Steirer, die jetzt wirklich immer stärker werden und den LASK zurückdrängen. Hier ist es der Bosnier Valentic. Ein satter Schuss. Unhaltbar für Torhüter Schickelgruber. Das 1:1, wie gesagt, in der 28. Spielminute. Wiederum vorwärts mit Vorchecking. Und das gibt Eckball jetzt für die Steirer. Und zwar ist es Konjalovic. Nochmals hier am Ball. Und jetzt sehen Sie, wie stark eigentlich der Wind hier geblasen hat. Und Torhüter Schickelgruber ist hier am Posten. Es war gar nicht so leicht. Der Ball ist fast in der Luft stehen geblieben. Wiederum vorwärts und wiederum Torhüter Schickelgruber. Steyr hat er daheim erst 4 Tore mit den jetzigen 5 Tore erzielt. Hier ein Angriff der Linz, und zwar durch Westerthaler, reklamieren, Elfmeter-Foul, aber ganz deutlich zu sehen, Westerthaler wird vor dem 16er gefault. Pausenstand in Steyr, 1:1 im oberösterreichischen Derby. Medlitski. Valentic hat es hier probiert. Und Torhüter Rottler bei den Steirern am Posten.
Das war hier ein Schuss von Ehmann, einer der Neuzugänge der Linzer. Und jetzt wiederum Kritik von Trainer Koljanin. Die Konsequenz für ihn, er muss auf die Tribüne. Dubajic. Auf Rosiano. Eckball für die Linzer. Mittlerweile wieder der Lask. Er hat das Heft in der Hand. Dubajic. Ich korrigiere, Duspara war das natürlich. Hier ist Dubajic am Ball, deckt geschickt den Ball, sieht Medlitski. Und das 2:1 für den Lask in der 60. Spielminute. Hier hat man gesehen, weg Übersicht. Dubajic hat geschickt, hat er den Ball hier gedeckt. Nochmals der Eckball, Duspara. Die Steirer bringen den Ball nicht weg. Und hier ist Dubajic vor Barac. Sieht Medlitski und der schießt mit dem unter Anführungszeichen falschen rechten Fuß. Ein Bombenschuss und ein herrliches Tor. Und das 2:1 für den Lask. Sascha Medlitski mit der Nummer 9. Über ihn laufen jetzt die Aktionen bei den Linzern. Vereinzelt jetzt Angriffe der Steirer. Pfister. Valentic wird abgedrängt. Naja, das ärgert natürlich Koljanin. Noch eine Chance für den Lask. Weißenberger, Thomas Weißenberger, auf Duspara. Elegant gemacht und bringt nichts ein. Nochmals versuchen sie die Linzer. Es bleibt beim 2:1 Sieg des Lask in Stein. Man hat gesehen, wir sind relativ rasch in Führung gegangen mit 1:0. Haben nachher zwei sehr gute Torschancen gehabt, die wir leider nicht genutzt haben, dass wir 2:0 in Führung gehen. Und ja, und nachher hat Steyr das Tor geschossen und hat man gesehen, dass die ein bisschen Oberwasser bekommen haben. Dann war es natürlich sehr schwer, auf diesem Boden noch eigentlich zu gewinnen. Steyr hat sich natürlich mit allem, was ihnen möglich ist, dagegen gestimmt. Und ich muss ihnen wirklich ein Kompliment aussprechen. Sollten sie ihm in der Meisterschaft so spielen, bin ich überzeugt, dass noch sehr viele Vereine hier Punkte lassen würden. Sie sind auf die Tribüne verbannt worden vom Schiedsrichter Hensel. Warum? Was hat es gegeben? Ja, ich habe bei einem Foul vor meinen Augen hier, 2-3 Meter vor der Linie, etwas heftiger protestiert und der Schiedsrichter hat mich entfernt. Ich finde, ich habe niemanden beleidigt. Ich finde, das war zu harte Entscheidung, aber das ist die rote Karte, ist die rote Karte. Ja, endlich die ersten Tore für beide Mannschaften im Frühjahr, aber jubeln durfte nach diesem oberösterreichischen Derby letztlich.